ich kann also in meiner Kopfstimme sprechen mit ein bisschen mehr Druck. Und jetzt spreche ich in meiner Kopfstimme mit nicht so viel Druck. So klingt es dann ungefähr. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es ist wieder soweit. Eure Lieblingsgesangslehrerin ist wieder am Start und heute mit dem Thema Falsetto versus Kopfstimmregister. Du bist neu auf meinem Kanal und hast noch nicht abonniert. Das ist wirklich super schade. Verpasse also wirklich nicht Gesangstipps, Gesangsanalysen, hilfreiche Videos und Tutorials und drück am besten jetzt auf den Subscribe-Button. Genau, der hier, ja. Mhm, der ist hier gerade irgendwo im Bild. Gesangsanalysen und Gesangsunterricht online findest du auf meiner Homepage. Wie ihr wisst, lebe ich ja in Singapur und dadurch gibt es nach Deutschland, Österreich und Schweiz Online-Unterricht. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wer gerade so in der Pop-Szene viel Kopfstimme benutzt oder viel Falsetto benutzt. Ich bin gespannt auf eure Kommentare unten. Ja, Falsetto, ein Begriff, der häufig mit Verwirrung benutzt wird, weil ist doch eigentlich fast dasselbe wie Kopfstimmenregister. Und eigentlich sind die Unterschiede ganz, ganz minimal. Es gibt eigentlich gar keine richtig großen Unterschiede, dazu kommen wir gleich. Also Falsetto wird oftmals als Bezeichnung für das Kopfstimmregister bei Männern benutzt. Das kann man auch so im Internet finden. Das hat meistens einen historischen Hintergrund, nämlich damals zu Shakespeares Zeiten waren ja Frauen auf der Bühne nicht erlaubt und deswegen wurden Frauenrollen mit Männern besetzt und die haben in der falschen Stimme gesungen, also in the false voice im Falsetto. Ja, erst ganz später sind natürlich dann Frauen hinzugekommen und haben dann Frauenrollen gespielt, was ja auch Sinn macht. Deswegen wird häufig also da bei den Männern die Kopfstimme als Falsetto klassifiziert. Also der Unterschied zwischen Falsetto und Kopfstimmregister. Nochmal. Ja, der Unterschied ist eigentlich im Grunde, dass ich ein bisschen mehr Compression gebe, dass ich also ein bisschen mehr Druck ausübe auf meinen Stimmbändern, wenn ich das Kopfstimmregister aussinge. Bei der Kopfstimme ist es so, die Stimmbänder werden dünn, die stretchen sich, der Kehlkopf senkt sich nach vorne, tilt und da ist hinten noch in der Stimme Luft, die dazwischen geht. Jetzt möchte ich euch mal so eine kleine Kopfstimmregisterübung zeigen, damit ihr ein bisschen diese Compression, also diesen Druck, diesen positiven Druck mal übt und herausfindet. Versucht euch zu sensibilisieren, den Unterschied herauszufinden und lasst uns doch mal loslegen auf Wii. 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 Also es ist nicht Wii. Immer noch mit zu viel Luft dazwischen. Jetzt habe ich auch den Kehlkopf so hochgeschossen. Ui. Ja, also ich kann also in meiner Kopfstimme sprechen mit ein bisschen mehr Druck. Und jetzt spreche ich in meiner Kopfstimme mit nicht so viel Druck. So klingt es dann ungefähr. Fast so ein bisschen wie bei so einem Charakter. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen, Abo und ich sehe euch in meinem nächsten Video.